melden uns aus Münster mit der ersten Ausgabe des Vlogs der Internetgesellschaft hinter der Kamera Thies, vor der Kamera Caro. Wir möchten uns anlässlich der ersten Ausgabe mit der Frage beschäftigen, wer ist eigentlich im Internet und gehört das Internet zum Alltag? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also das Internet, beeinflusst das euer tägliches Leben? Wie oft seid ihr online? Seid ihr da wirklich jeden Tag und auf welchen Seiten seid ihr unterwegs? Also ich finde schon, dass man oft jeden Tag im Internet ist, weil man eben auch oft für die Schule Sachen machen muss oder nachschauen und weil man auch einfach über das Internet viele Kontakte hat. Also das knüpft ja Kontakte und hat zum Beispiel SchülerVZ jetzt als Beispiel ICQ. Ja. Ja, ich nutze es täglich, außer an Tagen, wo ich wirklich gar nicht zu Hause bin. Aber sonst habe ich es immer mindestens einmal an am Tag. Ganz stark. Alleine schon beruflich guckt man, wenn man keine Arbeit hat. Im Internet, Jobbörse, Google, ja, und natürlich die Kinder auch bei jeder Art von Fortbildung. Ihre Kinder, sind die viel im Netz und haben Sie das Gefühl, dass das zu große Ausmaße annimmt? Also ich bin der Meinung, die Kinder sind zu viel drin und viel zu lange. Ich habe leider kein eigenes Internet, aber wenn ich bei Freunden bin, dann gehe ich gerne mal rein, ja. Wenn ich ins Internet gehe, gehe ich auf jeden Fall sofort auf SchülerVZ, weil da gibt es halt immer neue Nachrichten und sowas. Das interessiert mich natürlich. Und ja, was benutze ich noch? Also YouTube auf jeden Fall. Ja, ich habe auch Facebook, also weil ich gehe jetzt bald nach Amerika und dann chatte ich mit Freunden aus Amerika, die ich schon ein bisschen kenne. Und das, so nutze ich das halt. Ja, also ich habe meine Ex-Freundin darüber kennengelernt, übers Internet. Ja, nein, habe ich wirklich. Ja, und ja, auf jeden Fall chatte ich auch mit Freunden, weil ICQ, man kann ja nicht gleichzeitig sich mal mit 50 Freunden treffen. Und wenn man die einfach in ICQ hat, dann kann man fragen zum Beispiel, ja, hey, kommst du heute zum Kanal, sollen wir da ein bisschen chillen und so. Und dafür benutze ich das auf jeden Fall. Zu erfahren, wie teuer Fahrpreise sind und beim Arzt, also jetzt Diagnosen, was da alles ist. Es gibt einiges, ne? Ich nutze es sehr viel. Ich suche dadurch Shoppingmöglichkeiten, kaufe aber nie im Internet ein, sondern gehe dann in den Shop oder so. Alles klar. Und bei dir? Doch, ich kaufe wohl viel im Internet ein. Haben Sie Internet? Nein, habe ich nicht. Können Sie das auch im ganzen Satz sagen? Ich besitze kein Internet und will auch keins haben. Das war toll, danke schön. Das Internet, nutzt du das täglich und wenn ja, wo bist du unterwegs? Ja, ich nutze es täglich und zum E-Mail checken und auf Spiegel Online gucke ich immer. Also bei mir gehört es definitiv zum täglichen Leben dazu. Ich bin Studentin und in Zwischenzeit läuft ja sowieso auch schon vieles übers Internet und E-Mails und so weiter. Also ich bin täglich im Internet. Ja, ich nutze das Internet gelegentlich. Meistens halt Nachrichten zu gucken oder bei StudiVZ reinzugehen oder E-Mails abzuchecken. Gehört absolut dazu. Ich mache ein paar kleine Recherchen, wie jetzt zum Beispiel Ferienwohnung. Ich mache jetzt auch meinen Bankverkehr darüber und natürlich E-Mail. Nutzen Sie eher E-Mail oder nutzen Sie... Ja, wir nutzen auch das E-Mail, auch um zu kommunizieren über E-Mail. Auch. Haben Sie zum Beispiel auch Skype, um Videotelefonie zu nutzen? Ja, wir haben auch Skype. Also das ist halt schön, so wenn die Freunde weiter weg sind. Wir haben Freunde in Dänemark und Amerika und das ist dann schön, wenn man miteinander reden kann auch. Ich mache viel für die Uni, lade mir da Sachen runter, die ich brauche. Zugegebenermaßen bin ich natürlich dann auch viel bei StudiVZ, Facebook, etc. Also es ist witzig, dass ich gerade die Frage gestellt kriege, weil nämlich mein Computer vor einer Woche kaputt gegangen ist und mir da sehr bewusst geworden ist, dass ich es täglich benutze und dass ich mittlerweile doch auch abhängig davon geworden bin, gerade wenn ich jetzt studieren gehe. Informationen bekomme ich eigentlich nur noch auch darüber. Ja, und insofern nimmt es einen immer größeren Stellenwert ein. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich benutze das so gut wie gar nicht. Vermissen Sie das und haben Sie das Gefühl, Sie müssten was vermissen, weil alle anderen darüber reden? Das könnte vielleicht sein, ja. Ich muss mich mal demnächst so bemühen, um es zu beherrschen und damit umgehen zu können. Das ist richtig. Aber Sie haben das Gefühl, Sie kriegen Ihren Alltag auch ganz gut ohne das Internet hin. Das ist richtig, ja. Das ist klar, wunderbar, danke.